Hallo, willkommen bei American Bake in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir unsere Brotbacken-Serie weiter, indem wir ein Zimtbrot machen. Ich liebe Zimt, wirklich jede Jahreszeit könnte ich es essen. Und diesmal machen wir in dem Brotteig drin. Ich freue mich wirklich drauf. Legen wir los. Fangen wir an mit unseren Zutaten. Wir brauchen 1 Cup oder 250 ml warme Milch, ca. Körpertemperatur. Einen halben Esslöffel Trockenhefe, ein Drittel Cup oder 75 Gramm Zucker, ein Teelöffel Salz, 4 Cups oder 500 Gramm Mehl, ein Viertel Cup oder 60 Gramm Butter, ein Ei, 100 Gramm Zucker, gemischt mit einem Esslöffel Zimt. Das ist mehr Zimt zu Zucker, als ich normalerweise mache. In einer großen Schüssel warme Milch, Hefe und Zucker kombinieren. Kurz mischen und einen Moment stehen lassen. Das Salz zu dem Mehl und kurz durchmischen, damit das Salz nicht direkt mit der Hefe in Kontakt kommt. Mehl zu der Hefemischung. Mit einem Löffel mischen, bis ihr es nicht mehr könnt. Dann auf einer sauberen Oberfläche auskippen und zusammenkneten, bis der Teig zusammenkommt. Er soll weich sein, aber nicht klebrig. Dann die Butter ein Esslöffel auf einmal reinkneten. Es kann ein bisschen dauern, bis die Butter mit dem Teig kombiniert, aber einfach weiter kneten, bis der Teig zusammenkommt. Weitermachen, bis die ganze Butter im Teig ist. Dann der Teig in der Schüssel wieder reintun, mit einem Lappen decken und aufgehen lassen, circa eine Stunde oder bis der Teig sich verdoppelt. Von der Schüssel nehmen und kurz kneten. Rollen in eine dicke Schnur. Und ausrollen in einem großen Rechteck, circa genauso breit wie die Brotform. Es muss nicht perfekt sein. Die Oberfläche mit Ei bestreichen. Zimtzucker draufstreuen. Versucht, die ganze Oberfläche mit Zimtzucker zu decken. Zusammenrollen in einer Rolle, circa so breit wie die Backform. Die Kanten zusammenkneifen, um den Zimt drin zu halten. In die Brotform decken und noch 30 Minuten gehen lassen. Dann backen bei 350 Grad Fahrenheit bzw. 180 Grad Celsius 40 bis 45 Minuten oder bis das Brot hohle klingt, wenn man drauf klopft. Das heiße Brot mit Butter bestreichen. Die Seiten lockern mit einem Messer
und das Brot rauskippen. Schaut die schönen Wirbel an. Das Brot ist sehr weich und hat keine dicke Kruste wie manche Brote, die ich auf das Kanal gemacht habe. Es fällt auseinander und schmilzt im Mund. Wenn man Zimt mag, werdet ihr das lieben. Das ist, wenn man Brot mit einer Zimtschnecke verheiratet. Ich hoffe, ihr liebt dieses Rezept. Tagt mich auf Instagram, wenn ihr es selber macht. Ich würde gerne eure Arbeit sehen. Für mehr Rezepte und Tutorials besucht unsere Webseite bei AmericanBakerInGermany.de. Wir sind auch auf Facebook. Abonniert für mehr Rezepte.